Hallo, weiter geht's mit Ebenen und Pattern oder Pattern und Ebenen, wie ihr möchtet. Ein ganz wichtiges Konzept und das möchte ich euch jetzt vermitteln. Und es geht mir einfach darum, Pattern ist einfach eine Figur, die ihr spielt. Den Kuf nehmen wir davon aus, jegliche andere Art, wie wir auf dem Schlagzeug trommeln. Ob das Paradiddles sind oder irgendwelche Gruppen, Hand-Fuß-Kombinationen, all das nennt man Pattern. So, und die Sache ist die, dass man meistens eine Figur hat, die man spielt. Und dann hat man die Figur gespielt und dann hat man noch eine andere Figur, die man spielt. Und die spielt man und dann greift man wieder zur nächsten. Das schöpft aber die Figur, also das Pattern, nicht wirklich aus. Ihr kommt unheimlich weiter und es wird total interessant, wenn ihr ein und dasselbe Pattern, also einen und denselben Ablauf von Schlägen nehmt. Und da kommt die Ebene ins Spiel. Es übt und trainiert in den verschiedensten Ebenen jeweils diese Figur zu spielen. Ich habe dazu zwei Figuren von natürlich unendlich vielen Figuren, zwei Pattern ausgesucht. Das erste ist ein rechts-links mit der Hand, mit den Händen und zweimal mit den Füßen. Die berühmte Rechts-Links-Fuß-Fuß-Figur, die werde ich durch die Ebenen spielen. Die andere Figur, das verrate ich euch dann später, was das sein wird. Ja, also diese berühmte Rechts-Links-Fuß-Fuß-Figur ist eben nicht beschränkt auf eine Ebene, sondern die Ebenen kennen wir ja nun. Achtel, Achteltriolen, Sechzehntel, Sextolen, was machen wir noch? 32. Da werde ich diese Figur jetzt unterbringen mit Groove. Und ihr werdet hören und sehen, wie sehr sich eigentlich die eine und dieselbe Figur, wie sehr die sich ändert, wie ausdrucksstärker und schneller sie wird, je höher die Ebene wird. So, und ich fange jetzt einfach mal an mit unserer Rechts-Links-Fuß-Fuß-Figur. Die erste Ebene wird sein Achtelnoten und dann geht's weiter. Man sieht sich.